Die virtuelle Radfernfahrt ist das Ersatzprogramm für die Radfernfahrt durch die Deutsche Alleenstraße, die eigentlich jetzt stattfinden sollte und jetzt im kommenden Jahr sein wird. Es ist ein Projekt, um deutlich zu machen, welchen Wert Bäume haben für unsere Landschaft und für unser Klima. Und deswegen unterstützen die Deutschen Baumpflegetage dieses Projekt und wünschen für die Radfernfahrt 2021 das Allerbeste.